Sie hat viel versprochen und alle Erwartungen übertroffen. Die Versteigerung der Kunstsammlung des Modeschöpfers Yves Saint Laurent in Paris endet mit einem Weltrekord. 373.496.500 Euro. 333.301.885 Pfund Sterling. Mehr als 373 Millionen Euro. So viel erbrachte noch nie eine Privatsammlung auf einer Auktion. Für Schlagzeilen sorgte nicht nur die gewaltige Summe, die Pierre Berger, der Ex-Lebensgefährte von Yves Saint Laurent, in Stiftungen stecken will. Denn zwei Bronzestatuen aus der Sammlung waren 1860 aus dem Sommerpalast der Kaiser von China geraubt worden. Ihre Rückgabe forderte Peking vergeblich. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich bereit wäre, Ihnen diese Köpfe zu schenken, wenn Sie die Menschenrechte anerkennen würden. Das ist nicht schwer, oder? Sie müssten nur die Menschenrechte anerkennen und ich würde Ihnen meine Köpfe schenken. Das zeigt, dass Ihnen diese Köpfe nicht wirklich wichtig sind. Anonyme Telefonbieter ersteigern die Tierköpfe aus der Qing-Dynastie für je 15,7 Millionen Euro, einschließlich Gebühren. China wirft dem Auktionshaus Christie's anschließend vor, immer wieder gestohlene Objekte anzubieten. Experten zufolge ist allerdings nicht klar, ob der Kopf der Ratte und der Kopf eines Hasen einst von Briten, Franzosen oder Chinesen geraubt wurden.